Und ich könnte kotzen, ey. Verfickter Scheiße. Warum gehst du nicht da rein, Mario, du Hure? Und wieso springst du jetzt? Total niedrig. Ich verstehe es nicht. Was soll das? Hast du deine Sprungkenntnis verloren? Warum liegt das? Ah! Ich könnte kotzen. Hallo, geh doch da rein. Danke. Oh, nee. Jetzt kommt das wieder. Ja. Ja, ich werde da echt reingezogen. Wenn ich zu weit nach unten gehe, werde ich da reingezogen in die Lava. Was ist das denn für ein Glitch? Den kann ich auch noch nicht. Oh Gott. Ich will ein verficktes Gamepad. Dann geht das doch alles viel leichter, oder nicht? Natürlich geht das dann alles viel leichter. Ja! Nein! Oh Gott, ich hab's nicht verkackt. Ein Wunder. Oh mein Gott. Dann... So. Separat auch, ihr wisst, immer schön. Vor allem bei solchen Sachen, ey. Sind separate Saves eigentlich unabdingbar. Gut. Nicht gut. Nicht gut. Nee, schon wieder. Nein, ich muss erst beim ersten kleinen... Ja. Oh, what? What? Ich hasse diesen Part. Den kann man gar nicht schaffen. Eigentlich. Aber es muss gehen. Es muss einfach gehen. Ich habe nur leider keinen Plan, wie... Also erwartet jetzt nicht, dass ich das kann. Ich habe nämlich keinen Plan, wie. Das ist nämlich eine der unfairsten Stellen im ganzen Spiel. Diese Stelle hier. Wegen eben diesem Part sind schon Tausende verkackt. Muss man dafür klein sein? Kann natürlich auch sein. Dass ich es jetzt schon verkackt habe, weil ich groß bin. Und ich auch nicht mehr klein werden kann. Doch. Aber bin ich tot. Toll. Oder? Ich krieg das auch so hin. Ich will klein sein. Ich will irgendwie klein sein. Irgendwas sagt mir, dass Kleinsein hier besser ist. Ja, warum? Ja, vielleicht hätte mir doch nichts etwas sagen sollen. Toll. Verkackt. Das ist ja noch voll lahm. Im Gegensatz zu eben. Was ist denn das? Ja, genau. Hier lasse ich meinen Pilz verlieren. Also hier verliere ich meinen Pilz jetzt. Dann habe ich jetzt gleich hoffentlich keinen Stress. Und es geht nicht. Doch! Oh Gott! Auf dem Frame genau. Ich lasse es. Ich lasse Slow Motion. Slow Motion bleibt genau da, wo es ist. Nämlich auf der... wie nennt man das? Raute. Genau. Genau da bleibt es drauf. Nein, nicht Pause drücken. Was das war, ist übrigens die Autofire-Button von Springen. Deswegen klang das so seltsam. Nein! Komm schon. Ja! Danke! Oh fucking! Ich muss genau in die Röhre rein. Ah ja. Darin bin ich ja wohl wirklich der Meister, ey. Da kann mir ja keiner... Da kann mir keiner das Wasser reichen. Im Röhren reingehen bin ich aber wirklich der Meister, ey. Ja! Danke! Und Mario ist in die Lava gefallen. Ich zeig's nochmal. Oh no!
Wäre es ein Frame oder so früher oder ein paar Frames früher, dann wäre Game Over. Für mich. Für die, die noch 5 Leben haben, nicht. Okay. Einfach alle Save States Lost durchspeichern. Oh. Okay, Ghost House. Kaido Ghost House. Ich meine, das kann ja wohl wirklich was werden. Ach, dieses, ja, das. Ich habe Kaido Mario World schon mal gespielt. Warum spiele ich's nochmal? Windows 7, denke ich. Oder. Genau, könnte auch wegen Umstieg auf SNES 9X, weiß ich das nicht mehr. Naja, ist ja auch egal. Da ist kein Platz, okay. Aber man hat schon mal 1000 Sekunden Zeit, also nicht wirklich Sekunden, aber man hat halt 1000 Zeiteinheiten Zeit. Und das ist halt schön. So, das hier ist jetzt ein bisschen seltsam, denn Marios Kopf ist jetzt weg. Sein Brain ist jetzt weg. Normalerweise geht der Glitch. Ja, sage ich doch. Warum geht denn der manchmal und manchmal nicht? Hä? Manchmal geht er, manchmal nicht. Muss ich gedrückt halten? Hä? Warum geht der manchmal und manchmal nicht? Das verstehe ich jetzt echt nicht. Leute, da bin ich jetzt überfragt. Was soll das? Der Glitch müsste immer gehen. Und nicht nur manchmal. Hallo? Was soll denn das? Habe ich jetzt das ganze Game geglitcht? Warum geht das nicht? Das muss gehen. Das soll so gehen. Ja, dann lass ich ihn halt vorbei. Ist mir auch egal. Im Grunde. Im Grunde genommen ist mir das egal, ob du jetzt vorbeigehst oder mich tötest. Nein, das ist mir jetzt leider nicht... Nicht egal. Och, geh doch runter. Geh. Was hat mich denn da getötet? Ja, Mario. Du bist so eine Pissnelke. Du berührst King Boo mit den Zehenspitzen und bist tot. Was bist du denn für eine Pissnelke? Oh. Ja, danke. Mit Slow Motion ist das kein Problem. Aber ohne ist es eins. Da bin ich mir jetzt gerade sicher. Da ist eine Lücke, da gehe ich rein. Ja, gut. Wo ist sonst noch eine Lücke? Ach so, stimmt. Jetzt habe ich nur eine Seite. Also jetzt brauche ich nicht auf zwei Lücken achten. Jetzt habe ich... Ja, gut. Toll, den Panzer hätte ich gar nicht gebraucht. Hätte ich auch mit Spinjump drüber gekonnt. Super. So, jetzt bin ich hier. Ihr wisst nicht, wo das ist. Ich weiß es. Oder wenn ihr den erkennt, dann wisst ihr es. Aber scheiß drauf. Hier brauchen wir leider noch eins. Oder? Geht das mit Mr. Item? Nee, Quatsch. Ja, der zerspringt ja beim Aufprall. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht mehr, wie genau das ging. Ich gehe mal am besten... wie war das noch? Ich glaube, man musste mit einem P-Switch zurück. Ja, ich bin mir eigentlich sicher, so war das. Dass ich jetzt noch gar nicht zurück muss, oder? Ja, Versuch ist ja wert. Glaube ich, oder? Ist ein Versuch nicht wert? Ist es es wert oder ist es es nicht wert zu sterben? Und Skills zu verbrauchen. Komm her, Loch. Komm her. Loch, ich brauch dich hier. Schnell. Loch. Loch Ness. Das Monster von Loch Ness. Komm her. Ich brauch dich hier. Danke. Gut. Ja, toll. Jetzt ist er weg. Wo bin ich jetzt? Wo bin ich denn jetzt? Wo ist das denn? Das kommt mir jetzt gerade überhaupt nicht bekannt vor. Das kommt mir gerade spanisch vor. Wo bin ich denn jetzt? Ach, hier. Ach, verdammt. Soll ich hier sein? Ich glaube, hier soll ich noch gar nicht sein. Das ist doch mal gut. Ja. Das sieht seltsam aus.
Mario sollte eigentlich in der Lava verschwinden und nicht da drüber sein. Verfickte. Kraftausdrücke in diesem LP. Es wird noch sehr viele Kraftausdrücke geben. Seid euch dessen so fucking sicher. Das war schon der erste. Tschüss, Wumpf. Oh nein. Du bist so ein Arschgeigenloch. Ja, ich muss jetzt genau diese Flamme treffen. Ah, hab's geschafft. Wisst ihr, was ich mal mache? Input-Display. Ihr seht da, was ich drücke. Ich wusste nicht, ob euch das gefallen hat oder nicht. Hab's ja schon mal gemacht. Ich lasse es jetzt einfach immer drin in LPs. Ja, dann könnt ihr mir auch Ratschläge geben, was ich eventuell bei manchen Plätzen noch drücken sollte. Also Y ist übrigens die Oh, nice gemacht. Ah ja, jetzt ist man hier. Das hat mir jetzt super geholfen, ne?